Ja, hallo, vielen Dank an euch erstmal fürs Kommen, für euer Interesse und natürlich auch an euch, Fels, für die Einladung. Freue mich sehr hier zu sein. Vielleicht erst so ein bisschen zur Vorgeschichte des Vortrages und auch zu dem Beitrag, den Patrick in diesem Buch hier angesprochen hat. Ich habe den vor einem Jahr geschrieben. Das war das Ergebnis von einer Tagung von der AKG, die in Frankfurt stattgefunden hat. Das war im Herbst 2011. Und wie gesagt, wie ich vor einem Jahr den Beitrag geschrieben habe, waren so erste Krisenpolitiken bereits analysierbar, weil sie beschlossen waren. Das war die Economic Governance, die Ende 2011 beschlossen worden ist und auf der Grundlage der Analyse der Economic Governance in einem gesellschaftlichen Rahmen habe ich die These eben aufgestellt, dass es eine Hegemoniekrise der Europäischen Union gibt und dass diese Hegemoniekrise darüber bearbeitet wird, dass zunehmend Politiken außerhalb formaldemokratischer Verfahren beschlossen und durchgesetzt werden. Und die These habe ich mal entwickelt und dachte mir dann eigentlich nicht, dass in derart großer Schnelle und Geschwindigkeit weitere Maßnahmen beschlossen werden, die eigentlich sehr stark in Richtung dieses Pfades geneigt sind. Das versuche ich heute ein bisschen sozusagen nachzuzeichnen. Vielleicht als Einstieg zu meiner Verfahrensweise, wie ich gerne vorgehen würde. Ich würde am Anfang gern vorstellen, was ich überhaupt unter Hegemoniekrise in Europa verstehe. Also nochmal ganz grundsätzlich. Das mag vielleicht manche pharisieren, die sozusagen mit dem Begriff der Hegemonie schon gearbeitet haben oder da einiges gelesen haben, aber ich möchte nochmal grundsätzlich entwickeln, was eigentlich Hegemonie in Anschluss an Antonio Gramsci bedeutet und wie man mit dem Begriff arbeiten kann und warum ich glaube, dass das europäische Staatsapparate-Ensemble sich in einer Hegemoniekrise befindet und was das überhaupt ist, so ein Ensemble, und was es bringt, mit so einem Begriff zu arbeiten. Und auf der Grundlage würde ich dann gern in meine Hauptthese einsteigen, nämlich die These, dass man über die Analyse der bereits beschlossenen Krisenpolitik sehen kann oder zeigen kann, dass es zunehmend zu einer Ersetzung des wegbrechenden Konsenses für die neoliberale Integrationsweise, dass da zunehmend Zwang dazu eingesetzt wird und dass die ersten Umrisse, die darüber erkennbar werden, und zwar einer neuen Integrationsweise der EU, als autoritärer Wettbewerbsetatismus bezeichnet werden können. Das wäre sozusagen die These, die ich aber noch näher vorstelle, und näher anschauen möchte ich mir das dann mit einem Analysewerkzeug, mit einem theoretischen Analysewerkzeug, und zwar dem Konzept des autoritären Etatismus von Nikos Poulantzas, der das schon in den Ende der 70er Jahre, eigentlich in der letzten großen Krise der Weltwirtschaft, entwickelt hat. Und damit das Ganze nicht nur theoretisch bleibt, möchte ich das Ganze runterbrechen auf eine Empirie, und von den ganzen Krisenmaßnahmen, die ich kurz anreißen werde, möchte ich eine näher herausnehmen, weil sie doch die ist, die am meisten Öffentlichkeit erfahren hat, und zwar der Fiskalpakt, in dem ich das veranschaulichen möchte. Und zwar, man sieht anhand der Art und Weise, wie der Fiskalpakt beschlossen worden ist, dass es eigentlich zu einem zunehmenden Bruch mit Verfahren auch der formalen Demokratie kommt. Und um das zu zeigen, werde ich sozusagen mit der Rechtsform arbeiten, das heißt auch rechtliche Argumente bringen, weil ich glaube, dass gerade die Rechtsform sehr schön deutlich machen kann, was in einer Hegemoniekrise passiert. Genau, also damit wäre ich jetzt schon beim Einstieg. Was bedeutet überhaupt der Begriff der Hegemonie in Anschluss an Antonio Gramsci? Gramsci hat diesen Begriff eigentlich in der vorletzten großen Krise der Weltwirtschaft entwickelt, und zwar vor dem Hintergrund, dass er sich gefragt hat, warum eigentlich die Revolution in den westlichen Gesellschaften nicht vorangekommen ist, sondern hängen geblieben ist. Warum es nicht sozusagen zu einer Revolutionierung der bürgerlichen Gesellschaft gekommen ist. Und er geht davon aus, dass das mit Hegemonie zusammenhängt, und er sagt, zumindest in westlichen Gesellschaften ist Hegemonie, ist Zwang gepanzert mit Konsens. Das heißt, moderne Herrschaft beruht auf Konsens und Zwang. Und er gliedert dann eigentlich schon im Gefängnis des Faschismus, in den Gefängnisheften, diesen Begriff des Konsenses weiter auf und entwickelt ihn
in der Art und Weise, dass er sagt, dass im Wesentlichen Konsens auf zwei Momenten aufbaut. Zum einen auf der Etablierung einer Weltauffassung, das heißt, es muss organischen Intellektuellen gelingen, existierende Werte, neue Sichtweisen, Momente des Alltagsverstandes zu einer schlüssigen Erzählung zusammenzufügen und diese Weltauffassung zu etablieren. Wenn wir kurz das jetzt runterbrechen auf den Neoliberalismus, dann sind das solche Erzählungen wie, dass deregulierte offene Märkte dazu führen, dass Ressourcen optimal, dass es zu einer optimalen Allokation der Ressourcen kommt. Das wäre zum Beispiel eine der Erzählungen, die sozusagen verallgemeinert werden und zu einer großen Erzählung eingebunden werden. Bis runter auf den Alltagsverstand mit Begriffen wie, wenn Mediamarkt und Saturn wirbt mit Geiz ist geil, dann ist das genau so ein Moment dieser Etablierung einer Weltauffassung. Und das zweite große Moment von Konsens sind nicht nur ideelle Entwicklungen, sondern materielle Zugeständnisse an die arbeitende Bevölkerung. Darunter kann man Umverteilung, ein umverteilendes Steuersystem verstehen, ein Sozialsystem. Das sind vor allem Momente, die wir aus sozusagen der wohlfahrtsstaatlichen, man könnte sagen fordistischen Epoche kennen, aus der neoliberalen Epoche. Was sind da materielle Zugeständnisse? Das ist vor allem ein steigendes Konsumniveau durch sinkende Preise, billige Kredite, die zumindest temporär der arbeitenden Bevölkerung oder man könnte sagen den Subalternen zur Verfügung gestellt werden. So viel ganz grob zum Begriff der Hegemonie als Heranführung. Und wenn wir uns jetzt ansehen, wann sozusagen neoliberale Hegemonie führend geworden ist, entwickelt worden ist, dann ist das ab Mitte der 1980er Jahre und das geschieht auch im Rahmen der Europäischen Union, also nicht nur auf nationalstaatlicher Ebene. Und das würde ich benennen mit der Hegemonie der neoliberalen Integrationsweise. Wie kann man das verstehen, Hegemonie der neoliberalen Integrationsweise? Vorerst ist Mitte, Ende der 80er Jahre es gelungen, sozusagen ausstrahlungskräftige Projekte im Rahmen der EU zu realisieren. Neoliberale Projekte, die Wirtschafts- und Währungsunion, der Binnenmarkt und die periphere Integration Osteuropas. Und ich wäre jetzt schon sozusagen in dem Moment, was passiert mit dieser Hegemonie in der Krise, mit der Ausstrahlungskraft dieser Europabilder oder dieser Weltauffassungen. Und ich glaube, ich brauche da nicht viel dazu erzählen, dass gerade die angesprochenen Projekte stark in einer Krise sich befinden und deswegen ihre Ausstrahlungskraft sehr gesunken ist. Das wäre das erste Moment, warum man argumentieren kann, dass es im Moment zu einer Hegemoniekrise in der Union kommt. Das zweite Moment stellt sozusagen ab auf die materiellen Zugeständnisse. Durch die Krise ist der Spielraum für materielle Zugeständnisse massiv gesunken. Warum? Die Bankenrettungspakete haben unglaublich hohe Kosten und gleichzeitig ist das seit der Krise gesunkene Wirtschaftswachstum auch natürlich mit geringeren Einnahmen für den Staat verbunden und damit mit kleiner werdenden Spielraum für materielle Zugeständnisse. Das heißt also, aus diesen zwei Momenten und Entwicklungen kann man sehen, dass der Konsens für die neoliberale Integrationsweise der Europäischen Union zunehmend abbröckelt, als Ergebnis sozusagen der Weltwirtschaftskrise. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es davor schon durch Bewegungen gelungen ist, die Hegemonie des Neoliberalismus zwar nicht in Frage zu stellen, aber zumindest mit Rissen zu versehen. Das würde ich so ab Ende der 90er Jahre einsetzend mit den Protesten in Seattle sehen. Okay. Was sind jetzt Anzeichen, wie man sozusagen diese Krise der Hegemonie in der Europäischen Union auch fassen kann? Ich würde da erst gern mit dem Verlust der ideellen Führung beginnen. Man kann eigentlich sehr interessant sehen, dass es in den letzten Jahren zu Absetzbewegungen jener Intellektuellen gekommen ist, die eigentlich sozusagen dafür verantwortlich sind, die Hegemonie des Neoliberalismus ständig auszuarbeiten, zu überarbeiten, den aktuellen Verhältnissen anzupassen.
und führende Intellektuelle des Neoliberalismus beginnen aber sozusagen sich von ihrer bisherigen Denkweise abzusetzen. Sehr markant ist der Charles Moore, seinerseits Biograf von Margaret Thatcher und ihr früherer Berater, der 2011 schreibt, die Linke könnte Recht gehabt, ganz ähnlich Frank Schirmacher, Mitherausgeber der FAZ 2011. Spannend auch Klaus Schwab, seines Zeichen Gründer des World Economic Forum in Davos. Er sagt 2012 in seiner Rede zur Eröffnung, man kann durchaus sagen, dass das kapitalistische System in seiner jetzigen Form nicht mehr in die heutige Welt passt. Also man sieht da recht schön, wie sozusagen auch die zentralen Intellektuellen hier abrücken. Nicht alle natürlich, aber zumindest einige, an dem kann man was ablesen. Ein zweites Anzeichen für die Hegemoniekrise in der Europäischen Union ist es, dass es zu einer starken Renaissance sozialer Auseinandersetzung gekommen ist. Ihr kennt die Daten, der Syntagmaplatz im Mai 2010, die Porta del Sol, der Stadtteil Tottenham in London, stehen eigentlich emblematisch für eine Qualität und Intensität von sozialen Auseinandersetzungen, wie wir sie, meine ich, seit dem Ende der 60er Jahre nicht mehr gesehen haben. Dazu kommen auch massive Streikbewegungen, die in Griechenland schon 2010, in Spanien dann 2012 einsetzen. Und was meines Erachtens auch hervorstechend ist, dass es auch in Osteuropa zu starken sozialen Bewegungen gekommen ist, die wir so eigentlich nicht seit dem Zusammenbruch des autoritären Sozialismus erlebt haben. In Rumänien, in Slowenien, in Tschechien, Kroatien habe ich in der Klammer gesetzt, weil es ja noch nicht sozusagen innerhalb der Europäischen Union ist momentan. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Daten ansieht, dann sieht man eigentlich sehr schnell, dass diese sozialen Auseinandersetzungen stark gekoppelt sind an jene Orte oder Länder, wo es zu dramatischen Austeritätspaketen gekommen ist, wo die Krise sehr tief so sich entwickeln konnte. Und man sieht also, dass diese Renaissance der Kämpfe bzw. auch die damit verbundenen Staatskrisen eigentlich sehr stark parallel zur ungleichen, aber kombinierten Entwicklung des europäischen Kapitalismus verlaufen. Und da hätte ich jetzt das erste Gramsci-Zitat, das ist leider ein bisschen verrutscht. Es passt nämlich, glaube ich, sehr gut, um diese Ungleichzeitigkeiten der Kämpfe zu fassen. In jedem Land ist der Prozess ein anderer, und Gramsci schreibt das in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, in jedem Land ist der Prozess ein anderer, obwohl der Inhalt der gleiche ist. Und der Inhalt ist die Hegemoniekrise, die eintritt, weil breite Massen urplötzlich von der politischen Passivität zu einer gewissen Aktivität übergegangen sind und Forderungen stellen, die in ihrer unorganischen Komplexität eine Revolution darstellen. Ich glaube, dass das Zitat relativ stark für sich selbst spricht. Ich würde nur gern zwei Punkte herausarbeiten, dass Gramsci eben nicht argumentiert, dass es zu einer massenhaften Aktivität kommt, sondern er sagt, sie gehen von politischer Passivität zu einer gewissen Aktivität über. Und ich glaube, das ist zweifelsohne für die angesprochenen Krisenländer unter Anführungszeichen zu beobachten. Und, das finde ich auch sehr schön hier drinnen, dass die Forderungen eine unorganische Komplexität haben, also dass es einfach Forderungen sind, die aus dem Alltag heraus formuliert werden, die vielleicht jetzt für eine organisierte, etablierte Linke erst welche sind, die sie sehr stark kritisieren würde oder nicht nachvollziehbar erachten würde. Ich denke mir, das hat man relativ stark vor allem auch in Spanien gesehen. Und die Frage, ob sozusagen diese sozialen Auseinandersetzungen sich fortsetzen im jetzigen Frühling, kann man mit Ja beantworten. Ich würde sagen, dass der europäische Frühling auch 2013 schon angebrochen ist, auch wenn man jetzt hier unbedingt, wenn man vor die Tür schaut und den Schnee liegen sieht, nicht unbedingt viel davon mitbekommt und auch nicht, wenn man sozusagen sich ansieht, wie in Deutschland und Österreich die politischen Verhältnisse doch noch sehr ruhig ablaufen. Ich habe hier vier Bilder insgesamt mitgebracht. Das erste Bild ist aus Bulgarien. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es ist gestern die bulgarische Regierung zurückgetreten aufgrund von massiven sozialen Protesten in Bulgarien, die sich eigentlich an der Frage entzündet haben, dass die Strompreise sich fast verdoppelt haben, und nach ist es zu Protesten in den bulgarischen Städten gekommen, insgesamt 30 an der Zahl, die
eigentlich erstmal gefordert haben, sozusagen, es müsste zu einer Verstaatlichung der Energiekonzerne kommen, weil die sozusagen verantwortlich sind, die Privatisierung für die stark gestiegenen Strompreise. Und die sozialen Proteste haben sich dann so zugespitzt, dass die Regierung sogar zurücktreten musste. Das zweite Bild ist aus Spanien. Das ist nach oder vor einer Räumung, die erfolgen sollte in Spanien. In Spanien gibt es im Moment eine unglaublich große Bewegung gegen Zwangsräumungen. Und hier sieht man Feuerwehrleute, die nachdem eine entsprechende Räumung gescheitert ist, den Spruch sozusagen auf ihrem Transparent drauf haben: Wir retten Menschen und keine Banken. Und der Hintergrund ist der, dass die Feuerwehrleute verweigert haben, sozusagen die Wohnungen zu öffnen, weil sie sagen, sie gehen dann nur noch in Notsituationen rein. Das dritte Bild ist von vorgestern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist der Syntagma-Platz. Wieder 60.000 Leute nach einem Generalstreik. Und das vierte Bild ist von heute, das ist Brüssel, 40.000 Menschen, die gegen das Austeritätspaket in Brüssel bzw. in Belgien demonstrieren, aber auch gegen die europäische Krisenpolitik. Sozusagen das nur als kleine Referenz darauf, dass die sozialen Kämpfe sich eigentlich eher ausweiten, als dass sie sich einschränken. Und ich glaube, in diesem Frühling noch einiges in die Richtung zu erwarten ist. Zu was führen diese sozialen Auseinandersetzungen? In einigen Staaten haben sie wirklich zu tiefgreifenden politischen, ich möchte sogar sagen, Staatskrisen geführt. Das ist insbesondere in Griechenland, Spanien und Portugal der Fall. Man könnte mit Poulantzas sagen, dass die bisherigen etablierten Großparteien, die Parteien an der Macht, nahezu Auflösungserscheinungen zeigen, das heißt in Wahlauseinandersetzungen sehr, sehr stark verlieren. Klassisches Beispiel wäre die griechische PASOK, die eigentlich bestimmend war in der griechischen Nachkriegsgeschichte und in den Umfragen mittlerweile nur noch bei 7% oder weniger liegt. Gleichzeitig, was man auch sozusagen als Indikator dieser Staatskrisen beobachten kann, ist, dass auch die Widersprüche in repressiven Staatsapparaten relativ offenkundig werden mittlerweile. Die oben dargestellten Feuerwehrleute wären ein Beispiel, aber auch die Weigerung sozusagen der Polizei in Spanien gegen Demonstranten vorzugehen, einfach sozusagen in den Polizeistationen zu bleiben und nicht auszurücken. Und in Portugal sogar so weit die Zuspitzung, dass letztes Jahr im Frühling nach massiven Protesten gegen die Austeritätspolitik das portugiesische Militär erklärt hat, dass es, wenn es notwendig ist, das würde man jetzt sozusagen aus einer mitteleuropäischen Erfahrung nicht erwarten, erklärt hat, wenn es notwendig ist, dann würde es das portugiesische Volk gegen die portugiesische Regierung in Schutz nehmen. Und daraufhin hat die portugiesische Regierung zumindest Teile ihres Sparpakets zurückgenommen. Also in manchen Ländern verdichten sich diese sozialen Auseinandersetzungen zu richtigen Staatskrisen. Jetzt ist aber die Frage natürlich, wie kann man eigentlich den Schluss ziehen, dass nur wenn in einigen Ländern sozusagen solche Staatskrisen existieren, dass das durchschlägt auf die europäische Ebene. Und jetzt wird es ein bisschen komplex, weil jetzt würde ich gerne den Begriff des europäischen Staatsapparate-Ensembles einführen. Bevor wir zur nächsten Folie gehen, vielleicht warum ich diesen Begriff verwende, ganz grob. Einerseits, weil man darüber sehen kann, wie die Hegemoniekrise in einzelnen Staaten zu einer Krise der ganzen europäischen Integrationsweise wird, und andererseits, weil man damit auch verhindern kann, eigentlich einen methodologischen Nationalismus aufzusetzen, weil wir ganz oft, auch wenn wir aus einer kritischen Perspektive über die Europäische Union sprechen, es ist sogar bei dem Titel der Veranstaltung passiert, sozusagen setzen die Europäische Union und der Nationalstaat, und das führt eigentlich ganz oft dazu, dass man sozusagen Probleme externalisiert und sagt, es ist die Europäische Union, die es im Nationalstaat nicht gibt. Und mit dem Begriff des europäischen Staatsapparate-Ensembles kann man sozusagen eigentlich die verschiedenen Staatsapparate, die exekutiven Apparate zusammendenken und sie als Gesamt kritisieren. Und das versuche ich jetzt an der nächsten Folie zu veranschaulichen. Ja, so stelle ich mir das europäische Staatsapparate-Ensemble vor. Vielleicht ganz kurz zu der Geschichte des Begriffs. Der Begriff ist entwickelt worden in Frankfurter am Institut für Sozialforschung in Frankfurt, und zwar im Staatsprojekt Europa, die versucht haben, über das europäische Grenzregime in den Blick zu nehmen, wie man eigentlich diese Europäische Union denken kann.
Und ich versuche das jetzt sozusagen ein bisschen weiter zu entwickeln und das aufzuschlüsseln an dieser Grafik. Ich weiß nicht, ich verwende sie heute zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich versuche es zu erklären. Ich versuche nur deutlich zu machen, dass eben im Kontext der Europäischen Union ganz verschiedene Apparate miteinander agieren, die gar nicht so in dieser Logik funktionieren, wie wir sie vielleicht aus Fadeneinschulungen in die Europäische Union in irgendwelchen Schulen oder Lehrgängen an der Universität kennen, nämlich als Ebenensystem, das hierarchisch gegliedert ist. Vielmehr ist es ein komplex strukturiertes Ganzes. Und ich habe versucht, die Mitgliedstaaten in grün als Rechtecke darzustellen. Und die verschiedene Größe der Mitgliedstaaten soll deutlich machen, dass nicht nur die Stimmen unterschiedlich gewichtet sind, sondern je nach der wirtschaftlichen Stärke natürlich auch die unterschiedlichen Mitgliedstaaten über verschiedene Machtressourcen in diesem Staatsapparate-Ensemble verfügen. Und gleichzeitig sind die Mitgliedstaaten nicht als geschlossene Container zu denken, sondern vielmehr als in sich selbst aus verschiedenen Apparaten zusammengesetzt. Das sollen die roten Dreiecke sein. Man kann sich das so denken, es gibt ein Sozialministerium und ein Finanzministerium und die haben je nach geschichtlicher und gesellschaftlicher Situation unterschiedliche Einflusskanäle und Einflussmöglichkeiten. Und im Neoliberalismus kann man deswegen ein großes Dreieck davon ausgehen, dass vor allem die Wirtschafts- und Finanzministerien besonders starken Einfluss haben. Und man kann das auch empirisch zeigen. Und jetzt gerade in der Krisenpolitik werden diese Finanzministerien eigentlich nochmal aufgewertet. Das heißt, wir sehen einerseits die Mitgliedstaaten als Ganzes, ihre einzelnen Apparate. Dann habe ich versucht sozusagen zu zeigen, die Europäische Kommission mit dem großen blauen Kreis. Und die ist genauso wie die Mitgliedstaaten in sich wieder in unterschiedliche Einheiten gegliedert. Das sind die sogenannten Generaldirektionen, die ich versucht habe mit der violetten Farbe zu markieren. Und da gibt es wieder denselben Zusammenhang, dass es auch hier unterschiedliche Generaldirektionen gibt. Und die Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, das soll der große violette Kreis sein, ist besonders stark, während andere Generaldirektionen, wie die zum Beispiel für Soziales und Integration, relativ schwach ist. Dazu gibt es noch den Rat, beziehungsweise den Europäischen Rat, der hier als gelb ist das, glaube ich, als gelbes Fünfeck gekennzeichnet ist. Und all diese Apparate spielen miteinander zusammen. Und deswegen, glaube ich, macht Sinn, nicht von der Union zu sprechen, weil man da sozusagen diese Externalisierungsgefahr aufliegt. Was aber diese Apparate miteinander verbindet, und jetzt wäre ich bei dem Punkt, warum ich überhaupt mit dem Staatsapparate-Ensemble angefangen habe, ist, alle Apparate sind durch sie durchziehende Formen, könnte man sagen, miteinander verbunden, und zwar durch einen gemeinsamen Markt, durch eine gemeinsame Währung und insbesondere durch das Europarecht. Das heißt, all diese Apparate sind miteinander verbunden, und deswegen kann es auch sein, dass eine Staatskrise in einem Mitgliedstaat sich direkt ausweitet sozusagen auf das Gesamt der ganzen Formation des europäischen Staatsapparate-Ensembles. Konkretes Beispiel, die Euro-Krise betrifft nicht nur Griechenland, sondern alle anderen Mitgliedstaaten, weil die Ökonomen davon ausgehen, wenn Griechenland austreten sollte, dass es eigentlich zu einer Kettenreaktion kommt, die das ganze Eurosystem zusammenbricht. Und das ist auch der wahre Grund, warum es bisher nicht zu einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone gekommen ist. Das wäre sozusagen der verbindende Kreis hier als Kreis geschildert über die gemeinsame Währung. Und ein weiterer verbindendes Element ist das Europarecht. Und hier auch ein konkretes Beispiel. Das Gesamt kann sich nur darüber weiterentwickeln, zumindest nach den bisherigen Kriterien, wenn es zu einem ordentlichen Vertragsänderungsverfahren kommt. Was heißt das konkret? Jeder einzelne Mitgliedstaat muss nach seinen verfassungsmäßigen Bestimmungen diese Vertragsänderung auch nochmal ratifizieren. Und wenn ein Mitgliedstaat ausfällt, weil hier starke Auseinandersetzungen stattfinden, dann ist sozusagen das Gesamt, könnte man sagen, blockiert, weil es zu keiner weiteren Vertragsänderung kommen kann. Also das ein kurzer Ausflug in einen zugegebenermaßen komplexen Begriff, der uns, glaube ich, aber hilft, die Krise exakter und genauer zu verstehen und zu sehen auch, wo Interventionsfelder für eine kritische Politik sind. Und jetzt wäre ich bei einem zweiten Gramsci-Zitat, das, glaube ich, den Begriff der Hegemoniekrise sehr schön auf den Punkt bekommt. Und ich glaube, auch dieses Zitat lässt sich sehr gut auf die jetzige Situation übertragen.
Er schreibt 1933, wenn die herrschende Klasse den Konsens verloren hat, das heißt nicht mehr führend. Das ist sehr interessant, dieser Begriff führend, weil es so an Foucault'sche Begrifflichkeiten auch erinnert, schon bei Gramsci, sondern einzig herrschend ist. Inhaberinnen der reinen Zwangsgewalt bedeutet, dass gerade, dass die großen Massen sich von den traditionellen Ideologien entfernt haben, nicht mehr an das glauben, woran sie zuvor glaubten und so weiter. Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. Was bei dieser Definition der Hegemoniekrise und insgesamt sehr wichtig ist, das darf keinesfalls falsch verstanden werden, dass eine Hegemoniekrise eine Situation ist, die emanzipative Kräfte allein stützt. Ja? Also die rechten Entwicklungen, die wir in Griechenland sehen mit der goldenen Morgenröte, in Ungarn mit Jobbik oder auch das Erstarken rechts oder das weitere Erstarken rechtsextremer Gruppierungen und Kräfte in Österreich mit der FPÖ, muss sozusagen auch als Ausdruck der Hegemoniekrise gesehen werden, weil die alte Formation nicht mehr in der Lage ist, gesellschaftliche Kräfte zu binden. Und das hat zur Konsequenz, dass das natürlich auch in beide Richtungen geht. Das heißt, die Situation wird offener für eine emanzipative Entwicklung, aber gleichzeitig auch für eine reaktionäre Entwicklung. Was wird jetzt sozusagen, was passiert institutionell, um die bisherige Integrationsweise radikalisiert fortzusetzen? Ich würde das gern teilen zwischen der nationalen Ebene und der europäischen Ebene. Und Poulantzas verwendet dafür den sehr guten Begriff meines Erachtens, dass institutionelle Präventivdispositive in Stellung gebracht werden, um sozusagen die sozialen Kämpfe zurückzudrängen, beziehungsweise sich von ihren Forderungen zu absentieren, sich von Konsenserfordernissen stärker zu lösen. Das würde ich aufgliedern gerne auf der nationalen Ebene, nämlich einerseits, dass es verstärkt zu repressiven und grundrechtswidrigen Maßnahmen gegen soziale Bewegungen kommt. Vielleicht hier ein paar Beispiele. Der griechische Premier hat angesichts des vorletzten Streiks, war das glaube ich, gesagt, die Gewerkschaften führen einen Krieg gegen das Land, den Griechenland sozusagen gewinnen müsse, diesen Krieg gegen die Gewerkschaften. In Spanien hat es einen Gesetzesentwurf gegeben, der als eigenen Straftatbestand einführen wollte, also er ist noch im Gesetzgebungsverfahren, dass auch der Aufruf zu einer Blockade oder einer Besetzung strafbar sein soll. Unter anderem auch ein Tatbestand, der sich sozusagen mit sozialen Medien befasst. Der katalonische Innenminister hat dazu im Wortlaut gesagt, die Leute müssen mehr Angst vor dem System bekommen. Und auch in Deutschland kann man eigentlich eine Normalisierung des Ausnahmezustands beobachten, wie das Max Pichl in einem Beitrag für das Juridikum geschrieben hat, angesichts der unglaublich massiven in Gewahrsamnehmung von Tausenden von Demonstranten im Vorfeld von Blockupy, aber auch in anderen Momenten. Das lässt sich natürlich auch auf weitere Staaten übertragen. Also hier ganz offensichtlich grundrechtswidrige Maßnahmen gegen die sozialen Bewegungen. Zweitens ein Eingriff in ein weiteres Grund- und Menschenrecht, nämlich die Tarifautonomie. In Spanien, Griechenland, Portugal und Italien ist es zu einer massiven Deregulierung der Tarifautonomie gekommen. Das heißt, das ganze System wird gelockert von der nationalen und wird auf die regionale und von der regionalen auf die Betriebsebene verlagert, was eigentlich die Idee eines Kollektivvertrags bzw. eines Tarifvertrages, wie das in Deutschland heißt, ad acta legt. Und die spanische Ministerin hat dazu gesagt, die Gewerkschaften werden fallen wie die Berliner Mauer. Dritter Punkt, wenn man sich das in Griechenland anschaut, in Griechenland kann man das besonders gut beobachten, sind die sogenannten Memoranda of Understanding und die darin vorgesehenen Strukturmaßnahmen sehr stark mittels einem Artikel in der Verfassung durchgesetzt worden, der eigentlich ein Notstandsparagraf ist. Das heißt, man hat argumentiert, es gibt einen Notstand und hat so diese Maßnahmen beschlossen unter ganz offenkundigem Bruch des Verfassungsrechts. Das ist die nationale Ebene, aber auf der europäischen Ebene, und der widme ich mich intensiver, können wir diese Entwicklungen auch beobachten. Und zwar zugespitzt in vier Maßnahmen in den Auflagen der Troika in Verbindung mit den Rettungsschirmen.
Dann der Economic Governance, die habe ich schon kurz angesprochen, auf die gehe ich aber nicht näher ein, aus Zeitgründen. Ich möchte mir sozusagen die Entwicklungen vor allem anhand des Fiskalpaktes ansehen, der 2012 ratifiziert worden ist und bis 2013 umzusetzen ist in den Mitgliedstaaten. Und jetzt gibt es auch schon eine Debatte für den nächsten Schritt, nämlich sogenannte Pakte für die Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, zu denen werde ich wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil sich das zeitlich nicht mehr ausgehen wird, aber vielleicht können wir das in der Debatte dann noch uns näher ansehen. Was jedenfalls bei all diesen Maßnahmen zusammenfassend zu sagen ist, dass sie eigentlich ganz stark dafür stehen, dass Zwang statt Konsens eingesetzt wird, und zwar durch die Durchbrechung von Verfahren der formalen Demokratie und der Rechtsform. Und einen weiteren gemeinsamen Nenner gibt es, dass in all diesen Verfahren es zu einer sehr starken Aufwertung der Exekutivapparate, des europäischen Staatsapparate-Ensembles gegenüber der nationalen und der europäischen Legislative, sprich den Parlamenten, kommt. So, jetzt meine These. Ich glaube, jetzt haben wir sozusagen die Grundlagen halbwegs, damit ich die These präsentieren kann. Ich würde davon ausgehen, dass die bisherigen und die geplanten Krisenpolitiken zentrale rechtlich-politische Initiativen in den Suchbewegungen um eine neue Integrationsweise der Europäischen Union sind. Man kann zwar noch nicht sagen, welche konkreten Formen die annehmen wird, aber die ersten Umrisse scheinen erkennbar zu sein. Die Bearbeitung der multiplen Krise des Kapitalismus erfordert ein massives Eingreifen des europäischen Staatsapparate-Ensembles. Diese Disposition und die Fortsetzung der doppelt wettbewerblichen Weltmarktintegration und der Verlust neoliberaler Hegemonie lassen die zentripetalen Kräfte repressiver Herrschaftstechniken als Lösungsoption erscheinen. Die sich so abzeichnende neue Integrationsweise kann daher im Anschluss an Nikos Poulantzas als autoritärer Wettbewerbsetatismus beschrieben werden. Und das würde ich jetzt sozusagen gerne in den nächsten Folien ausarbeiten und kleinarbeiten. Warum Nikos Poulantzas? Ich denke mir, dass sein Konzept des autoritären Etatismus sehr gut auf die jetzige Situation übertragbar ist. Nikos Poulantzas, griechisch-französischer marxistischer Staatstheoretiker, der 1978 sein Hauptwerk schreibt. Und ich glaube, dass diese, und zwar die Staatstheorie, und ich glaube, dass die gesellschaftliche Situation sehr stark vergleichbar ist mit der heutigen Situation. Nicht in allen Momenten, aber in einigen. Es hat 1974, 75 eine Krise gegeben der Weltwirtschaft, die ähnlich tief, aber nicht so tief wie die derzeitige und jetzige Krise war. Und ähnlich wie die Rezession, die wir dieses Jahr erlebt haben in der Eurozone, ist es dann auch 3 Jahre beziehungsweise 4 Jahre später zu einem Double Dip gekommen, sprich einem zweiten Absinken der Weltwirtschaft in die Rezession. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass mal die ökonomischen Voraussetzungen sehr stark vergleichbar sind zu den heutigen Voraussetzungen. Und Poulantzas hatte, weil er 78 das Buch schreibt, die Möglichkeit schon, sich anzusehen, wie diese ökonomische Krise sich auswirkt im politischen System, wie sie zu einer politischen Krise wird. Er hat jetzt die These, dass die Ideologie der Effizienz als Begründung des nachkeynesianischen Staates, und damit meint er im Wesentlichen den Neoliberalismus, der sozusagen die wohlfahrtsstaatliche fordistische Epoche ablöst, sich nicht konsensual verallgemeinern kann, weil die Durchsetzung und Aufrechterhaltung dieser Ideologie der Effizienz in Form eines autoritären Etatismus passiert. Und zwar, weil die ökonomische Krise es eben nicht zulässt, dass diese neue Formation konsensual, hegemonial ausgebildet wird. Und ich würde in genau dem Punkt sozusagen Poulantzas widersprechen, weil er einfach nicht absehen konnte, dass der Neoliberalismus letztlich sich doch, zumindest in den 80er Jahren, als konstruktives Projekt auch sozusagen durchsetzen konnte, indem er eben in der Lage war, die Köpfe der Menschen zu erreichen und indem er in der Lage war, auch gewisse Formen von materiellen Zugeständnissen darzubringen. Und das Spannende ist, warum Poulantzas jetzt für uns nochmal interessant werden könnte, weil er eigentlich für diese These der nicht konsensualen Herrschaft geschrieben hat. Und ich glaube, gerade diese Erosion der Bindekraft des neoliberalen Denkens, die wir gerade erleben, führt zu einer Reaktualisierung seiner Staatstheorie. Die möchte ich jetzt auch ganz kurz vorstellen.
Was sind hier die wesentlichen Aussagen? Einerseits arbeitet er eh recht stark mit Gramsci und geht wie er sozusagen davon aus, dass die ökonomische Krise zu zwei wesentlichen Momenten führt, nämlich einerseits der Konsens und die materiellen Zugeständnisse und symbolischen Figuren erodieren durch die Krise. Sprich, durch die Krisenkosten gibt es einen immer kleineren Spielraum für materielle Zugeständnisse und die alte Denkweise wird durch die Krise auch in Frage gestellt. Und Poulantzas sieht sich jetzt an, wie wirkt sich die politische Krise in den staatlichen Maßnahmen aus zur Bewältigung der ökonomischen Krise und sagt, dass diese staatlichen Maßnahmen eigentlich dazu führen, dass sich die politische Krise nochmal verstärkt. Er sagt, die staatlichen Maßnahmen haben im Wesentlichen drei Wirkweisen. Das eine ist, weil der Staat zunehmend nur die Interessen der dominanten Kapitalfraktionen vertritt, spitzen sich die Widersprüche im Block an der Macht zu. Widersprüche im Block an der Macht. Block an der Macht ist bei Poulantzas ein Konzept, wo er sozusagen sich denkt, wie können die Kapitalfraktionen eigentlich über den Staat es schaffen, also produktives Kapital, Finanzkapital, Handelskapital, es schaffen sozusagen, ihre langfristigen Interessen strategisch organisiert zu bekommen. Und Poulantzas sagt, dass eigentlich der Staat die Aufgabe hat, dieses langfristige Interesse zu organisieren. Dafür braucht es aber eine Voraussetzung, er muss relativ autonom gegenüber diesen unterschiedlichen Kapitalfraktionen sein. Und dadurch, dass in der Krise der Staat sozusagen, und in der jetzigen Krise ist es eindeutig das Finanzkapital, das gerettet wird, nur noch für eine dieser Fraktionen Politik macht, spitzen sich die Widersprüche im Block an der Macht zu und darüber lässt sich sozusagen auch das Gezerre in den europäischen Institutionen, das eh offenbar ist, ganz gut erklären und fassen. Der zweite Punkt, den habe ich schon angesprochen, im Wortlaut von Poulantzas, die materiellen Zugeständnisse erodieren. Er sagt, das sei hätte zur Konsequenz, dass die staatlichen Maßnahmen den trügerischen Aspekt als Sozialpolitik zunehmend verlieren, und zwar aufgrund der sinkenden Spielräume für Zugeständnisse. Gleichzeitig sagt Poulantzas, und das wäre das dritte Moment, dass die staatlichen Maßnahmen auch dazu führen, dass die ungleiche Entwicklung der Räume des Kapitals sich nochmal zuspitzt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr stark in der jetzigen Krise sehen kann. Wenn wir Länder wie Griechenland, Portugal oder Spanien ansehen, dann sind die eigentlich seit der Krise 2008 jedes Jahr in einem Wirtschaftsabschwung, während die sogenannten Exportweltmeister wie Österreich, Deutschland und Finnland stagnieren oder teilweise Wachstumsraten wieder zu verzeichnen hatten. Was sind jetzt die Merkmale des autoritären Etatismus, die man, glaube ich, sehr schön auch in der jetzigen Krise sehen kann? Poulantzas argumentiert, dass sich die Herrschaftsarenen verschieben, dass es zu einer massiven Aufwertung der Exekutive gegenüber dem Parlament und den Parteien kommt. Das heißt, es werden eigentlich genau jene Terrains geschwächt, die vergleichsweise noch ganz gute Chancen dafür geboten haben, dass die Interessen der Subalternen sich da durchsetzen konnten, zumindest partiell. Und das geschieht durch eine zunehmend brüchig werdende Rechtsform, das heißt durch die Durchbrechung formaler Demokratien. Zweites Moment ist, er argumentiert, dass die ökonomischen Interessen zunehmend nicht mehr durch den parlamentarischen Prozess durchgehen, durch die Verfahren der Demokratie durchgehen, sondern zunehmend direkt in den Exekutivapparaten präsent sind und ohne sozusagen die Anreicherung mit anderen Interessen, zum Beispiel mit den Interessen der Subalternen, als solche durchgesetzt werden. Und, wir hatten sie schon, er argumentiert, dass es zur Errichtung von institutionellen Präventivdispositiven kommt, das heißt Zwangsmechanismen, die dafür sorgen sollen, dass der wegbrechende Konsens sozusagen nicht ins Gewicht fällt. Und diese Präventivdispositive sind ihm zufolge innerhalb und außerhalb der juristischen verfassungsmäßigen Ordnung artikuliert. Ich würde sagen, und das versuche ich jetzt im Weiteren, man muss ihn sozusagen ergänzen mit der Internationalisierung des Staates, dass eben auch auf europäischer Maßstabsebene solche Dispositive in Stellung gebracht werden. Und die versuche ich im Folgenden näher zu beleuchten. All diese Merkmale, das habe ich eh ausgeführt, kennzeichnen meines Erachtens die bisherige Krisenpolitik. Jetzt möchte ich das Ganze veranschaulichen, dass wir nicht sozusagen die ganze Zeit in doch relativ schwierigen Begriffen unterwegs sind, die meines Erachtens viel bringen und diese Begriffe jetzt runterbrechen und
euch zeigen, wie ich glaube, dass sich der autoritäre Wettbewerbsetatismus artikuliert, und zwar anhand des Fiskalpaktes. Was ist der Fiskalpakt? Der Fiskalpakt ist ein völkerrechtlicher Vertrag von insgesamt 25 Vertragsparteien. Das Interessante ist, dass er entgegen der Änderung der europäischen Verträge nicht von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden musste, um in Kraft zu treten, sondern man hat ein Regatta-Modell eingeführt und hat gesagt, der Vertrag tritt schon in Kraft, wenn 12 Vertragsparteien ihn ratifizieren. Und dann tritt dieser Vertrag nur zwischen den Vertragsparteien in Kraft. Das ist Anfang 2013 passiert. Was ist jetzt der Inhalt des Fiskalpaktes? Im Wesentlichen verlangt der Fiskalpakt die Einführung einer europäischen Schuldenbremse, die auf ein Nulldefizit hinausläuft. Das heißt, die Mitgliedstaaten dürfen nur noch einen ausgeglichenen Haushalt produzieren. Gerade noch akzeptiert wird ein Defizit von minus 0,5% des BIP. Zweite zentrale Regel im Fiskalpakt ist, dass es zu einem radikalen Schuldenabbau der schon existierenden Schulden kommen soll. Und zwar, sobald man über 60% BIP Gesamtverschuldung ist, soll es zu einem Abbau von 1/20 pro Jahr kommen. Das sind sehr abstrakte Zahlen, dieses ausgeglichene Haushalt und auch diese Schuldenabbauregel. Aber wenn man sich das sozusagen auf die jetzigen deutschen Verhältnisse oder österreichischen Verhältnisse umbrechen würde, hätte das zur Konsequenz, dass es radikale Sparprogramme gäbe, so wie wir sie aus der südlichen Peripherie kennen. Die Frage ist natürlich, ob das 1:1 so umgesetzt werden wird, aber das ist zumindest das, was in dem Fiskalpakt enthalten ist als Regelung. Wenn die Mitgliedstaaten sich jetzt nicht an diese europäische Schuldenbremse und die Regel zum Schuldenabbau halten, dann soll es zur Auslösung eines automatischen Korrekturmechanismus kommen. Und automatischer Korrekturmechanismus spricht schon für sich, soll dabei zu keiner weiteren Beteiligung der Parlamente kommen. Das heißt, es sollen im Vorhinein bereits Sparmaßnahmen beschlossen werden, die dann automatisch angeworfen werden, wenn diese Kriterien nicht eingehalten werden. Die nächste Regel ist, dass die Kommission allein dafür zuständig sein soll, und das muss man sich vorstellen, die Kommission bekommt durch den völkerrechtlichen Vertrag Fiskalpakt eigentlich eine Vollmacht, diesen automatischen Korrekturmechanismus im Nachhinein näher auszugestalten. Und ich zitiere im Wortlaut aus dem Fiskalpakt: Die Kommission soll Art und Umfang und Zeitrahmen der zu ergreifenden Korrekturmechanismen und die Unabhängigkeit der Überwachungsinstitutionen festlegen. Das heißt, ein exekutiver Apparat entscheidet letztlich, wie dieser automatische Korrekturmechanismus aussehen soll, der Parlamente letztlich sehr stark in ihrer Entscheidungsmacht eingrenzt. Dazu gibt es eine weitere Verschärfung: Wenn ein Mitgliedstaat in einem Defizitverfahren ist, hat der Mitgliedstaat ein Restrukturierungsprogramm vorzulegen, das durch Rat und Kommission genehmigt wird. Und der Wortlaut genehmigt lässt sich juristisch nur so interpretieren, dass der Rat und die Kommission auch die Möglichkeit haben, dieses Restrukturierungsprogramm abzulehnen und eine erneute Vorlage zu verlangen, wenn die Maßnahmen sozusagen nicht weitgehend genug sind. Die ganzen Instrumente sollen jetzt verpflichtend in nationalstaatliches Recht umgegossen werden, könnte man sagen, und zwar vorzugsweise in Verfassungsrecht. Und damit sozusagen die Regeln auch nicht verwässert werden, haben sich die Vertragsparteien darauf geeinigt, ja, also die Staats- und Regierungschefs, nur nicht um in diesen Kategorien wieder zu denken von die Europäische Union, sondern die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass das der EuGH kontrollieren soll. Wenn die Umsetzung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, dann soll der EuGH auch Zwangsmittel zur Verfügung haben, sprich Sanktionszahlungen im Urteil aussprechen können. Wenn wir uns jetzt kurz anschauen, weil ja ganz stark die These des autoritären Wettbewerbsetatismus darauf aufbaut, dass zunehmend Verfahren formaler Demokratie unterlaufen werden, dann sieht man das am Fiskalpakt sehr schön, weil all seine Instrumente, oder nicht alle, sondern die meisten Instrumente europarechtswidrig sind. Warum ist das so? Dafür habe ich diese unten stehende Grafik. Es gibt jetzt schon seit dem Vertrag von Maastricht eigentlich sehr genaue Kriterien und Verfahren für wie die Frage, wie hoch Defizite sein dürfen und wie ein entsprechender Abbau zu erfolgen hat. Und um diese Kriterien ändern zu können, hätte es natürlich eine
Abänderung der europäischen Verfassung gebraucht. Also man kann das parallel zu den Nationalstaaten sehen. Man kann auch nicht mit einem einfachen Bundesgesetz in Deutschland das Bonner Grundgesetz abändern. Der Fiskalpakt löst diese Frage, indem er sozusagen die ganze Frage der europäischen Verfassung umgeht und ihrer Abänderung, indem er einen völkerrechtlichen Vertrag außerhalb des Europarechts aufzieht. Und interessanterweise gleichzeitig dabei nicht nur andere Regeln festhält, als sie seit Maastricht in der europäischen Verfassung in Bezug auf den Defizitabbau festgelegt sind, sondern auch auf EU-Organe zurückgreift, nämlich die Kommission und den EuGH, das habe ich schon erwähnt, ohne dass es zu einer entsprechenden Organleihe gekommen ist. Und das ist der Hintergrund, warum es ganz offensichtlich ist. Und das ist auch die herrschende Meinung in den Europarechtswissenschaften, und zwar auch von ganz konservativen Europarechtlern. Es ist offenkundig, dass der Fiskalpakt europarechtswidrig ist, weil er eben nur durch ein ordentliches Vertragsänderungsverfahren in Kraft gesetzt werden hätte können, rechtsgültig. Und dieses ordentliche Vertragsänderungsverfahren setzt zwingend voraus, dass einerseits die nationalen, aber auch das Europäische Parlament eingebunden ist in das Vertragsänderungsverfahren und auch alle Nationalstaaten. Und alle drei Akteure haben ein Vetorecht. Das heißt, wenn einer dieser drei Akteure, sozusagen nationales Parlament, Europaparlament oder der Nationalstaat, sagt, ich bin mit dieser Vertragsänderung nicht einverstanden, dann gibt es diese Vertragsänderung nicht. Und genau diese Konsenserfordernisse werden durch den Fiskalpakt völlig unterlaufen. Und jetzt wird auch nochmal deutlich, warum sozusagen ein Denken vielleicht Sinn macht in den Kategorien des europäischen Staatsapparate-Ensembles, nämlich das Europarecht ist sozusagen das, was alle Mitgliedstaaten zusammenbindet, indem das ordentliche Vertragsänderungsverfahren eben festhält, dass alle Mitgliedstaaten, also ich habe das Europarecht jetzt in diesem roten Rechteck irgendwie visualisieren versucht, alle Mitgliedstaaten sind davon umfasst. Und genau diese Logik, dass eigentlich sozusagen alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen, wird durch den Fiskalpakt durchbrochen. Und ich meine, meines Erachtens nicht zufällig, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man davon ausgegangen ist, dass man zumindest nicht in allen Mitgliedstaaten eine Mehrheit für den Fiskalpakt zusammenbringen würde. Und jetzt braucht es nur 12 Vertragsparteien, um das Ganze durchzusetzen. Was sind die Konsequenzen dieser Flucht aus dem Europarecht? Es kommt eigentlich dazu, dass die Dinge, und man kann ja jetzt nicht sagen, dass man von einer kritischen Perspektive sagen würde, dass die Europäische Union besonders und das Europarecht besonders demokratisch gestaltet ist, aber auch diese geringen demokratischen Standards, die in der Europäischen Union entwickelt sind und im Europarecht festgeschrieben sind, auch die werden nochmal unterlaufen, sprich parlamentarische Kontrolle. Zum Beispiel, wenn die Kommission diesen Korrekturmechanismus näher festlegt, wird sie nicht durch das Parlament kontrolliert, auch nicht durch den EuGH kontrolliert, weil der EuGH soll nur die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Fiskalpaktes kontrollieren. Die Kompetenzordnung wird untergangen und es gibt auch keine Bindung mehr an die Grund- und Menschenrechte, die es in der Union gibt. Ein letzter Punkt. Angela Merkel hat in einer Rede gesagt, es geht darum beim Fiskalpakt, ich habe hier ein E vergessen bei ihr, zu einer Angela Merkel, da fehlt ein E, aber egal, ihr wisst, wen ich meine. Sie hat bei einer Rede kurz vor der Unterzeichnung des Fiskalpaktes gesagt, es gehe darum, ewig geltende Schuldenregeln in den nationalen Rechtsordnungen zu implementieren. Und bei Angela Merkel kann man sich sicher sein, dass sie nichts umsonst sagt oder wenig. Und diese ewige Geltung baut auf einem rechtlichen Hintergrund auf. Im Fiskalpakt gibt es nämlich keine Kündigungsklausel. Und das bedeutet rechtswissenschaftlich gesehen, dass man zur Interpretation, ob der Fiskalpakt gekündigt werden kann, in die Wiener Vertragsrechtskonvention gehen muss. Ich quäle euch jetzt nicht mit Details, aber die sagt, wenn es keine Kündigungsklausel gibt, dann ist ein entsprechender Vertrag eigentlich unkündbar. Und genau das ist auch das, worauf sozusagen Angela Merkel letztlich angespielt hat mit ewiger Geltung. Also es ist auch der Versuch sozusagen einer Versteinerungswirkung, während europäisches Sekundärrecht relativ einfach abänderbar wäre, zumindest vergleichsweise versucht man das sozusagen auf Dauer zu stellen, die Regelungen, die hier im Fiskalpakt enthalten sind. Jetzt möchte ich noch ein letztes Mal und bin dann schon fast am Ende sozusagen in die Theorie einsteigen, nämlich nochmal mir sozusagen anschauen, was Poulantzas meint mit dem autoritären Etatismus. Und zwar
mit der Argumentation, dass er sagt, sozusagen die Rechtsform wird zunehmend brüchig im autoritären Etatismus. Die Hegemonie wird nämlich in der Rechtsform gerade dadurch hergestellt, dass Verfahren zur Rechtssetzung und zur Rechtsinterpretation eingehalten werden. Und genau das gibt den Subalternen zumindest partiell die Möglichkeit, sich in dieser Rechtsetzung auch einzuschreiben, entweder im Gesetzgebungsverfahren oder durch entsprechende Prozesse. Und genau dieser Prozess wird eigentlich blockiert, wenn die Rechtsform zunehmend brüchig wird. Und genau das ist bei der Economic Governance und dem Fiskalpakt der Fall, weil die Voraussetzung, um diese Krisenmaßnahmen durchzusetzen, wäre eine Abänderung der europäischen Verträge gewesen. Ähnlich verhält sich es mit Plänen, die mittlerweile am Tisch liegen für eine weitere Zuspitzung der Krisenpolitik, weil Merkel vorgestellt hat, dass es auch zu einem Pakt über Wettbewerbsfähigkeit bis Juni 2013 kommen soll, der eigentlich wiederum demselben Muster des Fiskalpaktes entspricht. Man sieht also, dass im Gegensatz zu den 1990er Jahren, wo eigentlich sehr klar neoliberale Grundsätze in der Wirtschafts- und Währungsunion festgelegt werden konnte, zunehmend die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion über das Europarecht nicht mehr möglich ist, weil es keinen allgemeinen Konsens mehr gibt, weil es zunehmend dazu kommt, dass es soziale Auseinandersetzungen gibt, dass ganze Staaten drohen, aus der hegemonialen Integrationsweise der Neoliberalen auszubrechen. Und genau deswegen kommt es zur Umgehung des Europarechts. Und Poulantzas bringt das nochmal sehr schön auf den Punkt, dass nur ein Kräfteverhältnis, das dort, wo es wirklich um etwas geht, einen bestimmten Stabilitätsgrad aufweist, juristisch in Form eines allgemeinen und universellen Normensystems geregelt werden kann, das seinen eigenen Transformationsbereich festsetzt und so den Akteuren strategische Voraussicht erlaubt. Und in einer Krise der Hegemonie ist genau diese Stabilität des Kräfteverhältnisses nicht mehr gegeben und deswegen kommt es zu einem Ausbruch aus der Rechtsform. Ich würde jetzt gerne sozusagen zum Schluss kommen mit abschließenden Thesen, wo ich nochmal auf den Punkt bringen möchte, was ich glaube sozusagen die gegenwärtige Konjunktur, gesellschaftliche Konjunktur ist, die wir in Europa erleben und was ich meine mit dem Argument, dass es zu einer Herausbildung eines autoritären Wettbewerbsetatismus kommt. Alle Krisenpolitiken sind dadurch gekennzeichnet, dass es zunehmend darum geht, den wegbrechenden Konsens durch Zwang zu ersetzen, und zwar mittelbrüchige Rechtsform mit der Durchbrechung formaler demokratischer Verfahren. Das würde ich als das autoritäre Moment sehen. Dazu kommt es zu einer Aufwertung der europäischen Exekutive und zu einer Entmachtung von all jenen Institutionen, über die sich die arbeitenden Menschen, die Subalternen, noch vergleichsweise gut sozusagen in die Politik einschreiben konnten, die also noch vergleichsweise günstige strukturelle Selektivitäten für sie aufgewiesen haben. Angesprochen ist damit insbesondere das Parlament. Das würde ich als das etatistische Moment fassen. Und wenn wir jetzt kurz vielleicht noch zur Folie zurückgehen können, vom europäischen Staatsapparate-Ensemble, dann finde ich, hier bringt es nochmal sozusagen einen Mehrwert, nämlich es kommt nicht generell zur Aufwertung der Exekutive, sondern es kommt zur Aufwertung von spezifischen Apparaten. Ja. Die Economic Governance ermächtigt zum Beispiel ganz stark diese Generaldirektion Wirtschafts- und Finanzen Entscheidungen zu treffen. Ähnlich stark werden durch die Economic Governance die nationalstaatlichen Finanzministerien aufgewertet. Und gleichzeitig kommt es zu einer Abwertung entsprechender, eher sozialstaatlich orientierter Apparate, wie zum Beispiel der Generaldirektion Soziales oder von Sozialministerien. Und ich glaube, wenn man sozusagen mit diesem Begriff arbeitet, bekommt man auch diese Verschiebungen nochmal in den Griff, anstatt unterkomplex einfach nur von einer Aufwertung der Exekutive zu sprechen. Also das würde ich sozusagen, diese spezifische Aufwertung der Exekutive gegenüber dem Parlament als etatistisches Moment fassen. Gleichzeitig, und das ist auch ganz zentral, glaube ich, dass der autoritäre Wettbewerbsetatismus sozusagen die Konsensmomente, die ja zunehmend nicht mehr ökonomisch in Bezug auf materielle Zugeständnisse herstellen kann, darüber ausgleicht, dass er nach popularen Konsensmomenten sucht. Und das finde ich, kann man massiv im Moment daran feststellen, dass es zunehmend zu einem Eindringen von chauvinistischen Diskursen auch in offizielle Diskurse und
politische Diskussionen kommt. Das heißt, mit Poulantzas gesprochen, dass das Volk als Nation angerufen wird, dass es zu Dichotomisierungen kommt von die fleißigen Deutschen und die faulen Griechen. Wir kennen die Debatte. Und genau das soll sozusagen dieses Wegbrechen der Möglichkeit, materielle Zugeständnisse ohne radikale Veränderung der Kräfteverhältnisse zur Verfügung zu stellen, ausgleichen. Das heißt, die Herrschaftsverhältnisse werden eigentlich nochmal zugespitzt. Und das ist jetzt wirklich die letzte Folie. Es bildet sich in dieser Phase des Umbruchs keine staatliche Ebene als dominant heraus. Und gerade deswegen macht es Sinn, vom europäischen Staatsapparate-Ensemble zu sprechen. Flexibilisierung ist die Strategie. Und wenn man das bei der Economic Governance sich ansieht, da kommt es zu einer starken Aufwertung der Kommission. Fiskalpakt ist eher sozusagen stark von den einzelnen Mitgliedstaaten ausgegangen, ist von denen herangebracht worden. Das heißt, es geht um ein flexibles System, das letztlich den sozialen Auseinandersetzungen auch in ganz verschiedener Form immer entgegentreten kann. Sprich, einmal als nationalstaatliche Regierung, einmal als eine Empfehlung der Kommission, einmal als eingesetzter Verwalter des Gesamtensembles, wie zum Beispiel Mario Monti in Italien oder Lukas Papadimos, der vorletzte griechische Premier, der sozusagen als technokratischer Verwalter vor Ort ist. Genau das ist sozusagen der Mehrwert eines europäischen Staatsapparate-Ensembles, diese Verschiebungen in den Blick zu bekommen und nicht sozusagen einfach von die EU zu sprechen. Ja. Was wir sehr stark beobachten können, ist, dass diese brüchige Rechtsform dominant wird, dass es zunehmend zu rechtswidrigen Krisenpolitiken kommt, und deswegen würde ich auch von einem autoritären Konstitutionalismus sprechen, der sozusagen die dominante, die Determinante in der Europäischen Union wird. Abschließend die institutionellen Präventivdispositive, und ich glaube, das kriegt man auch schön in den Blick mit dem europäischen Staatsapparat-Ensemble, richten sich nicht gegen die einzelnen Nationalstaaten, wie das oft so in so Erzählungen vorkommt, wie die Brüsseler Bürokraten gegen unser schönes Österreich oder Deutschland, sondern vielmehr richten sie sich gegen die Kämpfe der Subalternen und natürlich auch soziale Rechte, die sozusagen noch auf nationalstaatlicher Maßstabsebene in den Rechtsordnungen eingeschrieben und festgeschrieben sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lukas. Nachdem du jetzt das eher aus einer staatstheoretischen Perspektive betrachtet hast, würde ich jetzt das Wort an Tine übergeben, die eher aus der Perspektive von konkreten Protesten gegen die autoritär-etatistische Krisenpolitik sprechen wird. Genau. Ich würde gern erstmal noch zwei, drei Sätze sagen zu dem Projekt, in dem wir uns gerade als Krisen-AG bei FELS befinden, weil das so ein bisschen die Grundlage auch für die Fragen ist und halt auch die Frage, wie man das vielleicht zusammenführen kann, diese beiden Konzepte. Du hast schon Blockupy erwähnt, was im Ende Mai, Anfang Juni wieder stattfindet in Frankfurt. Slogan des Ganzen ist Widerstand im Herzen des europäischen Krisenregimes. Dort zu zeigen, was zwei Elemente aufweist, so dieser Slogan. Zum einen geht es darum, so diese autoritären Krisenpolitik zu destituieren, und auf der anderen Seite einen Raum zu schaffen, um sich als Bewegung zu treffen und über eine Neukonstituierung zu diskutieren, zu sprechen. Dabei ist es inhaltlich total wichtig bei Blockupy, dass es nicht darum geht, irgendwie so abstrakt Solidarität mit den Kämpfen in Südeuropa zu üben, also es nicht so zu trennen, wir sind solidarisch mit den anderen, sondern darum geht, halt diese Proteste hier als Teil so transnationaler Kämpfe zu entwickeln und von hier aus halt einen Beitrag zu diesen Kämpfen zu leisten. Der Anspruch ist natürlich halt auch neben Protest auf vielleicht einer abstrakteren Ebene gegen diese autoritäre Krisenpolitik, Austeritätspolitik Europa und eine zunehmende Entdemokratisierung zu äußern, auch irgendwie hier erlebte Alltagsrealitäten in den Kontext der globalen multiplen Krise zu stellen, dass es nicht so
dass man sich nicht in diesen Krisengewinner in Diskurs verheddert oder dort hängen bleibt, sondern aufzeigen, wie es konkrete konkrete Betroffenheit hier gibt, vor allem welche Maßnahmen, die gerade in ganz Europa passieren, in Deutschland vielleicht schon vorweggenommen wurden mit sowas wie Agenda 2010. Also die Perspektive von Blockupy ist bis 2014, weil es halt eben auch darum geht, nicht einmalige Events, die relativ schnell verpuffen, zu erzeugen, sondern eben einen weitergehenden Prozess aufzubauen und eben das auch zu regionalisieren. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch in Berlin seit 2 Wochen eine Plattform, die heißt Berliner Blockupy-Plattform, wo es darum geht, wie wir konkret in Berlin mit anderen bestehenden sozialen Kämpfen zusammenarbeiten können, wo es Überschneidungen gibt und wo man Synergieeffekte schaffen könnte. So das andere, was womit wir uns viel beschäftigen, was auch mit Blockupy zu tun hat, weil es im Zuge der Proteste letztes Jahres oder der Vorbereitung von Blockupy entstanden ist, ist so die transnationale Vernetzung mit TransCollab, das Netzwerk, eben das so aus verschiedenen autonomen, postoperistischen und bewegungslinken Gruppen verschiedener europäischer Länder besteht. Und genau, diese Arbeit ist halt wichtig, wenn man darüber diskutiert, was für eine Perspektive können wir schaffen, also wie können wir eine Gegenmacht auf europäischer Ebene konstituieren und quasi ein Europa von unten aufbauen, so als Stichwort. Genau, der konstituierende Prozess wird so in den Bewegungen in Südeuropa stark diskutiert. Da geht es irgendwie drum. Es geht um diesen Widerspruch. Es gibt auf der einen Seite die konstituierte Macht, staatliche Institutionen und so weiter, und auf der anderen Seite die konstituierende Macht, also die Bewegung oder das Neue, was irgendwie versucht, das Alte aufzulösen und schon in dem jetzt Bestehenden eben ansetzen kann. Also es ist so im Prinzip so eine Strategie für Transformation. Genau, das ist so. Im Prinzip geht es darum, dass Revolution nicht irgendwie so als Akt der Machtübernahme begriffen wird, sondern als vielschichtiger Prozess der Konstruktion des Neuen und als ein Akt von Schöpfung und Erfindung. Genau, es sind 2 Elemente darin wichtig. Einmal so der destituierende Moment, also die Kritik oder der Bruch mit dem Alten und gleichzeitig die Konstitution des Neuen. Wobei Konstitution vielen vielleicht so ein bisschen nach Verfassung anklingt, was damit überhaupt nicht gemeint ist. Also es geht nicht darum, irgendwie eine neue Verfassung zu entwickeln oder zu diskutieren, sondern es geht darum, irgendwie über neue Formen von Gesellschaftung und demokratischer Partizipation zu diskutieren. Außerdem ist es halt auch eine ganz konkrete Praxis. Also es ist nicht nur irgendwie ein Diskurs, sondern es geht darum, konkret irgendwie Widerstand entlang von Alltagsproblemen zu organisieren, selbstverwaltete Strukturen aufzubauen und Commons zu schaffen. Sei es jetzt irgendwie als Beispiel aus Italien selbstverwaltetes Theater oder selbstverwaltete medizinische Institutionen. Genau. Und wir finden es deswegen interessant oder haben das Energie deswegen so diskutiert, weil es halt auch ein Projekt sein kann, das in dieser aktuellen Debatte zwischen entweder man ist pro EU-Integration und pro Institution oder man zieht sich zurück auf den nationalstaatlichen Rahmen, was ja auch irgendwie viele linke Strömungen auch tun, zum Beispiel auch in Griechenland. Und zwar könnte so dieser konstituierende Prozess da einen neuen Weg weisen, weil es nicht diese in dieser Bipolarität also hängen bleibt, sondern ein positives Projekt sein kann, auf das man sich beziehen kann, was jenseits von EU-Integration auf europäischer Ebene irgendwie realisiert werden kann. Und das ist dann auch so die erste Frage an dich. Und zwar, wie kann man quasi die Diskussion um den konstituierenden Prozess oder dieses Aufbauen von unten zusammendenken mit so staatstheoretischen Konzepten, beziehungsweise kann der konstituierende Prozess eine gegenhegemoniale Strategie für Bewegungen sein in Europa? Dann die zweite Frage wäre, also beschreibst du die Hegemoniekrise der neoliberalen Entwicklungsweise und gleichzeitig auch diese Ungleichzeitigkeit, in der das stattfindet, also während es in Griechenland total offensichtlich ist, die Hegemoniekrise, und
ja, es fast so wirkt, als könnten so faschistische Tendenzen eine neue Formation werden, die Kräfte bindet. Ist es in Deutschland so, dass diese Integrationsweise total hegemonial ist? Und das, obwohl es irgendwie in breiten Teilen der Bevölkerung eine Unzufriedenheit oder ein Unbehagen mit dem Kapitalismus oder abstrakt mit dem System gibt, vielleicht zugespitzt, also es ist eine zugespitzte These, es gibt in Deutschland irgendwie mehr Leute, die gegen den Kapitalismus sind, als gegen die Europapolitik von Merkel. Genau, und dann mache ich noch eine dritte Frage, und zwar in Bezug auf die Handlungsoptionen von Bewegungen, besteht total die Gefahr, dass man sich auf nationalstaatliche Terror zurückzieht. Und so diese Überlegungen mit dem konstituierenden Prozess, ein Europa von unten aufzubauen, was in Italien zum Beispiel stark diskutiert wird, könnte man das eben überwinden. Aber in Deutschland ist es eben, gibt es das Problem, dass ich würde sagen, die Hegemoniekrise da noch nicht so evident ist und dass es vielmehr diese Richtung, wir müssen auf europäischer Ebene denken oder transnational von so Euro-Keynesianern besetzt ist, mit sowas wie Aufrufen Europa neu begründen, heißt ja, glaube ich, von Verdi und verschiedenen, der ziemlich viele UnterstützerInnen hat, aber dieses Feld halt so EU-institutionell besetzt und wie können wir da als linke Bewegung intervenieren und uns Räume schaffen, um eine Alternative aufzumachen. Genau. Und eine allerletzte Frage noch. Du hast konkret von Fiskalpakt und dem Pakt gegen den Wettbewerb, Pakt für den Wettbewerb, gesprochen. Und da ist es, finde ich es interessant, für Bewegungen sollte man sich direkt darauf beziehen, sollte man versuchen, Abwehrkämpfe gegen diese weiteren autoritären Integrationsschritte führen oder muss man da anders drauf reagieren? Ja, vielen Dank. Da war sehr viel Herausforderndes dabei. Ich denke mir, dass dieser Begriff Europa von unten eigentlich einer ist, der total zentral ist und der wichtig ist, dass er von den Bewegungen erhoben wird. Nämlich aufgrund einer Tatsache und da, glaube ich, kommt schon der erste Punkt hinein, wie man sozusagen staatstheoretisch, analytisch bestimmen könnte, wo sozusagen Bruchlinien in diesem Staatsapparate-Ensemble liegen. Und ich glaube, eine der Bruchlinien habe ich versucht zu erwähnen darüber, dass eben diese Suche eingetreten ist nach popularen Konsensressourcen. Sprich, dass es zu einer Zuspitzung von Herrschaftsverhältnissen, zu einer Zuspitzung von nationalistischen und chauvinistischen Diskursen kommt, um sozusagen, wenn man zumindest nicht mehr materielle Zugeständnisse machen kann oder eben nur zum Preis von einem Umbruch oder sehr starken Umbruch der Kräfteverhältnisse, dass man die halt voranbringt. Und das ist eigentlich sehr widersprüchlich, weil eigentlich braucht es zur Aufrechterhaltung überhaupt einer europäischen Form von Integration einen starken Europadiskurs, der diese Nationalismen eher zurückdrängt. Aber indem jetzt selbst zentrale Mitgliedstaaten wie Deutschland, also ich erinnere zum Beispiel an Schäuble, ne, die Griechen haben kein Geld, aber sie haben zumindest die Sonne. Ne? Also wenn so offensichtlich rassistische und chauvinistische Diskurse immer weiter zunehmen, dann führt das ja auch dazu, dass in Wirklichkeit eine europäische Diskursposition zunehmend frei wird, weil sie von den klassischen Akteuren nicht mehr besetzt werden kann. Ja? Die klassischen Akteure können diese Begriffe eigentlich nicht mehr verwenden und damit wird was frei, nämlich ein sozusagen der Gedanke eines Europas von unten. Ja? Und wenn man sich ansieht, wo konkret transnational gerade gekämpft oder gelebt wird, dann ist das von unten und die Veränderungen von oben sind eher, dass diese nationalen Container bestätigt werden und dass mit chauvinistischen Diskursen gearbeitet wird. Zum Beispiel 14. November, zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Gewerkschaftsbewegung kommt es zu dem Versuch eines transnationalen Streiks. Ja? Also der Menschen in Europa, die unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von der Frage, in welchem Land sie gerade niedergelassen sind oder arbeiten, versuchen, einen gemeinsamen Streik zu führen. Und ich glaube, genau in solchen Momenten wird dieser Begriff des Europas von unten konkret. Ja? Ein anderes Beispiel wäre die also konstituierender Prozess, nicht die Nähe von Bewegungen und Praxisformen, die eigentlich
eine unglaubliche Vergleichbarkeit der Alltags- und Lebenslagen bedeutet, wo sowas wie ein europäischer Gedanke von unten entstehen kann. Was meine ich damit? An einem konkreten Beispiel: die Kämpfe in Spanien gegen die Zwangsräumungen. Ich meine, was ist sozusagen der große Unterschied, ob in Berlin-Kreuzberg dafür gekämpft wird, dass die Familie, wie hieß sie schnell nochmal? Gülboll, sozusagen in ihrer Wohnung bleiben kann, zu den Kämpfen in Spanien, dass die Familie Fuentes in ihrer Wohnung bleiben kann. Also die Praxisformen sind absolut miteinander vergleichbar. Und ich glaube sozusagen, da entsteht so ein Prozess des Europas von unten, wenn es gelingt, sozusagen das auch nochmal zu thematisieren, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Also wie die Krise sozusagen sich nicht nur in Spanien in Form von einer Immobilienkrise artikuliert, wo die Leute plötzlich aus ihren Häusern geworfen werden, sondern dass auch sozusagen in den Zentren es verstärkt dazu kommt, dass es zu Inwertsetzungsprozessen kommt und deswegen die Mietpreise steigen und es zu Gentrifizierung kommt. Also wenn es gelingt, das zusammenzubringen, dann kann in solchen konstituierenden Praxen ein Europa von unten entstehen. Oder ähnlich Blockupy. Ich weiß nicht, ob ihr sozusagen im letzten Jahr in Frankfurt wart, aber auch da waren eigentlich aus ganz Europa, wenn man genauer hinsehen konnte, Menschen in Frankfurt, um gegen das Troika-Regime zu protestieren. Das so ein bisschen zur ersten und zur letzten Frage, zur Frage der Ungleichzeitigkeit des Prozesses. Die gibt es natürlich und die stellt auch eine riesen Herausforderung für Bewegungen dar, denke ich mir. Gleichzeitig aber auch nicht, weil diese Begrifflichkeit einer kombinierten Entwicklung schon auch zentral ist. Es gibt zwar die ungleiche Entwicklung, dass es halt zu schweren Wirtschaftseinbrüchen weiterhin im Süden kommt, während Österreich und Deutschland das in den letzten Jahren nicht hatten. Letztlich schwappt der Prozess aber zurück, weil wir diese Rezession in der ganzen Eurozone hatten 2012, weil das Wegbrechen der Nachfrage im Süden, das dadurch eingetreten ist, dass die radikalen Sparprogramme einfach die Nachfrage dort abgeschnitten haben, letztlich ja auch auf das Zentrum zurückschwappt und die Leute dann hier arbeitslos werden, zumindest lohnarbeitslos, weil es zu einem Einbruch in der Autoindustrie und in anderen Industriekernen kommt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in Zukunft noch zugespitzt erleben werden. Und da ist halt die Frage, inwieweit man dann das Gemeinsame und ein Europa von unten sozusagen in diesen Prozess einspeisen kann, also was die Politisierungsstrategien sind.